Heilung des Gelähmten. Die Männer tragen den Gelähmten zu Jesus. Die vier Freunde konnten nicht rein, weil das Haus voll war und die Leute sie nicht rein ließen. Sie kletterten aufs Dach und die drei Freunde deckten das Dach ab. Sie lassen ihn zu Jesus in das Wohnzimmer. Jesus sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Sie diskutieren, dass Jesus gesagt hat zu dem gelähmten Mann, dass seine Sünden vergeben sind. Jesus sagt, steh auf. Ich kann wieder frei laufen und muss nicht mehr getragen werden. Ja. Er rannte nach Hause mit der Trage unterm Arm. Er war glücklich. Alle waren froh und fröhlich. Sie jubelten und klatschten.